ist euer Ernst? Also ich sehe halt gar nichts. Boah! Das fängt ja schon mal richtig an, ey. Yo, was geht, meine Freunde? Willkommen zum nächsten Video hier auf meinem Kanal Don't Beneath, einem kleinen Indie-Horror-Game, das auf itch.io sein Unwesen treibt. Tief, tief, tief unten im Keller wachen wir auf. Vielleicht von Demenz geplagt. Wir wissen nicht, wie wir da hingekommen sind und wir wissen auch nicht, wie wir dort rauskommen. Aber das ist unser Ziel und wir sind nicht alleine. Wer hätte das gedacht? Irgendjemand oder irgendetwas treibt da unten sein Unwesen und dem scheint es nach unserem Blut zu dürsten. Wer weiß? Ich weiß noch nicht viel von dem Spiel. Ich habe mir kleine Einblicke zukommen lassen sozusagen. Ich habe dem Entwickler 2 Euro gespendet, damit wir das Ganze hier überhaupt spielen können. Aber das Ganze sieht gut aus. Auch von der Grafik her ist jetzt mal nicht was Verpixeltes, schon mal ein bisschen höher, würde ich jetzt mal sagen. Und ich denke, gemeinsam gucken wir hier rein, oder? Wir gucken uns das Ganze an, mal gucken, ob wir hier rauskommen. Mal gucken, ob wir uns erschrecken. Ihr kennt es ja, das Ganze. Ich hoffe, da ist was Gutes dabei. Und ansonsten würde ich mich immer für ein positives Feedback freuen. Und wenn ihr den Kanal nicht abonniert habt, macht das kostenlos, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Immer mittwochs und sonntags haue ich jetzt um 18 Uhr. Genau, neue Videos raus. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Haut rein. New Game. Okay, dann will ich nur noch schnell das Kabel hier richtig hinlegen, dass da nicht irgendwie was stört bei mir. So, tipptopp. Schauen wir doch mal, wo wir uns befinden. Alles klar. Okay. Wer weiß, was mit uns angestellt worden ist. Vielleicht hatten wir auch einfach nur Nierenkoliken gehabt und der Typ hat uns geholfen. Ich kann... Achso, viel kann ich nie machen. Alles klar. Da bin ich ja mal gespannt. Was haben wir hier? Okay, eine Box mit Spritzen. Weißt du, der Typ hatte ja die Wahl gehabt, was für eine Farbe der hier in seinem Bart reinmachen möchte. Und der hat sich ernsthaft für Rot entschieden. Okay, wir haben einen Schlüssel gefunden. Ganz klassisch in der Badewanne. Jetzt gucken wir nochmal prophylaktisch auch in die Toilette rein. Nee, da ist nichts drin. Aber damit haben wir schon mal den ersten Key gefunden. Die Tür ist entsperrt. Das ist euer Ernst? Also ich sehe halt gar nichts. Das fängt ja schon mal richtig an, ey. Sauber. Boah, gleich kommt Jigsaw hier um die Ecke. Haben wir eine Flashlight? Nee. Links oder rechts? Das machen wir. Wir gehen rechts rum. Okay, hier ist auf jeden Fall falsch. Wir können rennen schon mal. Das ist gut. Oder auch nicht. Das heißt, wir können vor irgendwas abhauen. Boah, ist das jetzt hier so ein Labyrinth-mäßig? Ich sehe halt... Naja, ich sehe halt nichts, ne? Ah, es ist zu dunkel. Okay, anscheinend kriegen wir sicher irgendwie noch was. Boah, die Atmosphäre gefällt mir aber. Soundkulisse ist auch gut am Start, muss ich sagen. An der Stelle am besten immer die Videos mit Kopfhörern hören. Da hat es am besten die Wirkung auch erzielt. Nice, wir haben eine Flashlight gefunden. You found a flashlight. Alles klar. F. Okay, die Tür ist blockiert. Wir brauchen irgendwas, um die aufzubrummen. Irgendein Brecheisen oder eine Axt oder sowas. Das wäre auch so ein richtig gutes Spiel für VR, oder? Ah, jetzt können wir sicher da hinten hingehen, wo es zu dunkel war. Oder wir gehen wieder zurück. Sind das Augen oder sowas da hinten am Leuchten? Was ist denn das für ein Geräusch? Von hier sind wir gekommen. Sind wir richtig? Ja, von hier sind wir gekommen. Oh, warte. Okay, da müssen wir eigentlich hier lang.
Oh, verdammt, da hab ich ja gar keinen Bock drauf. Jetzt kommt uns 100 Pro gleich was entgegengesprungen. Okay. Ja, nicht ausmachen. Komm, Tür auf, los. Da hinten ist nichts. Solange es nach oben geht, ist alles gut. Wow, okay, das scheint irgendein Bunker zu sein. Vielleicht eine Militäranlage? Für so geheime Projekte oder so? Na, wenn die mal nicht hier irgendein Monster oder sowas erschaffen haben. Bewegt sich da oben was? Ah, nee, ist nur der Ventilator. Erinnert mich ein bisschen ans Ende von Outlast, vom ersten Teil. Okay, was haben wir hier? Boah, ich weiß nicht, ob ich auf den großen roten Knopf drücken möchte. Ja, okay. Ja, uns bleibt ja nichts anderes übrig, oder? Wir gucken uns nochmal ganz schnell. Ja, super. Ja, genau. Ja, das Tor machen wir auf. Super Idee. Ach komm, scheiß drauf, wir drücken den Knopf. Ja. Gehen jetzt alle auf? Ne, nur das mittlere. Okay. Jetzt haben wir das vordere offen. Ah, warte mal. Aha, okay, wir können immer nur ein Tor öffnen. Irgendwie will ich das nicht öffnen, aber ich glaube irgendwie, dass das unser Ausgang sein wird. Ja gut, da oben kommen wir nicht raus. Wir brauchen wieder irgendeinen... Ja, genau. Brauchen wir irgendein Brecheisen oder eine Axt oder sowas? Das heißt, wir müssen das Tor aufmachen. Okay, wir können auch nicht ewig sprinten. Also komm. Ja. Jo, okay. Ja, ist eine ganz schlaue Idee, den Blutspuren zu der Blutspur zu folgen. Wieder nach unten. Ich höre Musik, ne? Oder ist das einfach nur so ein Rauschen? Echt Schiss, dass gleich irgendwas hinter der Ecke steht. Oh mein Gott. Wir haben ja hier unten auch wieder Lampen installiert, aber nein, die kann man nicht anlassen. Machen wir es dem so umständlich wie nur möglich. Komm rein hier. Ah, okay, die Tür ist von innen blockiert. Jetzt haben wir so ein paar Pritschen. Warte, vielleicht kommen wir hier rein. Ist von der anderen Seite blockiert, okay. Was haben wir noch? Okay, da ist kein Power drauf. Das heißt, wir müssen irgendwie Strom auf das ganze Ding hier bringen. Und wieder zu. Oh Mann. Ey, beweg dich jetzt einfach nicht. Können wir da... Könnten wir gerade was machen, oder? Warte, was war denn hier? Konnten doch. Was? The table looks like. Er sieht aus wie derselbe Tisch vom allerersten Raum. Okay, kriegen wir Power auf das Ganze. Was haben wir hier? Nochmal eine Box mit Spritzen. Ja, komm. Mehr Energie.
genau. Plötzlich ist der Typ hier weg. Ah, was haben wir hier? Was? Oh, ich hoffe, das ist jetzt nicht irgend so ein Rätsel. Ich hoffe, wir müssen jetzt einfach nur... Hey, wir haben Strom! Sauber, okay. Das heißt, wir können jetzt... Einmal kurz kratzen. Ah, so ist gut. Das heißt, wir können jetzt hier den Hebel drücken. Yep. Okay. wir probieren das Ganze jetzt nochmal. Okay, das war falsch gewesen. Sehen wir jetzt hier irgendwo, wo, was wir aufmachen können? Nicht, ne? Okay. Das sollen wir auf jeden Fall nicht machen. Wir wissen, das Vieh ist jetzt hier eingesperrt. Ja, aber was hat das denn jetzt mit diesem Leintuch-Typ zu tun? Ich weiß es nicht. Vielleicht sind die Türen offen jetzt. Natürlich ist es geschlossen. Das dürfen wir nicht aufmachen. Das Vieh ist hier drin. Hä, aber was sollen wir denn machen? Sollen wir wieder... Okay, das Licht ist jetzt an. Vielleicht... Wir gehen mal zurück. Wir gehen mal ein kleines Stück zurück. Immerhin... Ich glaube ich nicht, oder? Ich glaube nicht, dass wir zurück müssen. Wir müssen das schon aufmachen. Aber wir sterben ja gerade. Habe ich irgendwelche... Nee, habe ich nicht. Wir können ja auch nicht abhauen. Wir können ja nichts machen, außer hier mit dem Ding zu interagieren. Und da können wir nichts machen. Was sind irgendwelche Stromleitungen? Ich weiß nicht. Ja, mit den Spritzen kann ich nichts anfangen. Ja, okay. Okay, ich tue den Hebel. Ich kann nicht mehr zurück tun. Müssen wir da aufmachen und dann ganz schnell irgendwo hin? Ich probier's mal. Oh nein. Oh nein. Finde ich nicht so gut. Kann ich jetzt nicht wieder so? Jo, genau, jetzt klopft natürlich jemand an der Tür. Bestes Timing. Ja. Was müssen wir jetzt machen? Oh mein Gott, ich höre Schritte. Ich weiß nicht, wie gut die KI ist oder wie schlau. Boah, ich habe da echt keinen Bock drauf. Jo, okay, ich hab's gesehen. Was war das denn gewesen, ey? Nein.
Nein, ohne Scheiße, komm mal. Wo läuft denn der Mann? Wie schlau ist denn das Vieh? Oh Mann, okay. Jetzt ist nicht mehr so schlimm. Okay, easy, komm. Jetzt kriegen wir das aber hin. Ey, vorher habe ich schon ein bisschen Schiss gehabt, muss ich sagen. Also, wir können hier mal zurück. Folgende Theorie habe ich. Wir müssen danach eigentlich durch das Tor. Ich würde halt gern wissen, wo, wie viel Zeit wir haben. Krass, hm? Kriege ich das hin? Nicht gereicht. Links rum. Ey, das ist so Try and Error, habe ich das Gefühl. Wir müssen einfach ausprobieren. Geht ja nicht. Ja, komm her. Nee, rechts rum geht auch nicht. Reicht das nicht? Boah, ich höre den seine Stimme in meinen Nacken. Wo lang? Hätten wir da links gewusst? Lauf weiter, komm. Oh, vielleicht kommt es von rechts oder irgend sowas. Das wäre voll assi. Oh mein Gott. Das ist genau hinter uns. Go. Ich würde mich gerne umdrehen, aber ich mach's nicht. Oh Mann, können wir da rein? Bist du doof? Wie unfair. Wie soll ich das denn schaffen? Jetzt haben wir hier rechts. Da kommen wir auch nicht weiter. Ja, was sollen wir denn machen hier? Muss ich hier rein? Ja, genau. Alles klar. Na, was sagst du dazu? Okay, wir brauchen jetzt trotzdem irgendeine Crowbar oder so. Natürlich liegt die jetzt hier. Alles klar. Ja, damit könnten wir die Türen hinten eigentlich auch wieder aufmachen. Ich hoffe, das Vieh kennt jetzt nicht irgendeinen anderen Weg. Aber jetzt sind wir ja hier. Ja, wir sind jetzt wieder zurückgekommen eigentlich. Ja, guck mal, hier ist die Treppe. Jetzt können wir durch die Tür, die oben war. Mann, hätte es nicht hier auch noch Licht an sein können? Die Tür, wo oben war, können wir jetzt eigentlich entkommen. Wenn das ein Ausgang ist, ich weiß ja nicht. Weiß ja auch nicht, warum wir hier unten sind. Ob wir irgendwelche Kameras sind und irgendwelche Elite-Einheiten beobachten uns jetzt gerade und schließen ihre Wetten ab, wie lange ich hier überlebe. So, jetzt sind wir wieder hier. Ey, und jetzt einfach das Tor wieder zumachen und das war's, ne? Will ich einfach wieder zumachen hier. So, tschüss. Es steht sicher sowas wie der Hebel ist kaputt. Wo war denn jetzt nochmal die Tür gewesen? Die Tür war da in der Mitte, ne? Mhm. Am Eingang war, aber ganz am Anfang war halt auch so eine Tür. Aber trotzdem nehme ich jetzt mal die hier. Jetzt kommen wir hier nämlich raus. Ey, es ist absolut unlogisch, wenn jetzt das Vieh hier oben ist. Wir haben so viele Türen hinter uns verschlossen und da gab es keinen Weg nach draußen. Okay, ja. Die Tür ist verschlossen. Oh, hier sind wieder so Tore. Es ist wieder genau der gleiche Mist. Ne, wir müssen das Vieh wieder rauslassen. Ich laufe jetzt einfach bis zum Schluss. Alles klar. Das scheint der Hauptausgang zu sein. Wir haben aber noch... Na, klasse. Wir haben noch drei weitere Räume, die wir hier lösen müssen, oder was? Kann ich... Nee, ich kann hier nichts machen. Okay, müssen wir mal schauen. Wahrscheinlich sind die alle verschlossen. Ja, die sind alle verschlossen.
ich jetzt einfach die eine Tür finden, die, die offen ist? Okay, das ist der Hauptausgang. Vielleicht müssen wir wirklich nochmal zum Start, weil da war ja auch nochmal so eine Tür gewesen. Weil die scheinen ja alle verschlossen zu sein hier. Ich glaub's fast. Oh, guck mal hier. Nee, Quatsch. Einfach mal hingucken, richtig. Zur Sicherheit Tür zumachen. Immer Türen hinter einem schließen. Ganz wichtig. Auch in einem Spiel. Okay, also. Ja, ist eine Karte von dem Raum, ist klar. Okay, wir haben hier. Ah, okay. Hier, guck mal, hier rechts. Das rechts hier haben wir aktiviert. Wir müssen also das links, das ganz links oben und das ganz links rechts oben müssen wir aktivieren. Damit wir rauskommen. Was? Activate all 4 levels to open the main exit. Also, alle 4 aktivieren, um hier rauszukommen. Ich wette mit euch, das Ding ist wieder hier oben, oder? Ja, ist es. Das läuft jetzt da draußen. Jetzt haben wir die Tür. Welche Tür haben wir denn jetzt aufgemacht mit dem Ganzen? Darf ich nochmal zumachen? Geht das? Okay, jetzt haben wir die rechts aufgemacht. Das heißt, wir müssen auch immer wieder zurück hier in diesen Raum, ne? Wir sind irgendwo hier in der Mitte. Ah, ich gehe jetzt einfach mal raus. Genau, hier ist jetzt offen. Kann ich mich verstecken hier? Okay, es geht. Oh Mann, ich bin so ein dämlicher Typ. Ich renne genau zu dem, den wir schon aktiviert hatten. Och, das ist so dumm. Das ist jetzt so dumm. Komm zurück. Mach zu. Oh Leute, ich renne genau zu dem hin, wo ich schon aktiviert hatte. Ihr sagt aber auch nichts. So, wir haben es geschafft. Yes, 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 Sir. Oh, ist das der Ausgang? Das Ende. Ja, was soll ich sagen, Leute? Es war ein lustiges Spiel gewesen. Nicht wirklich fordernd, in dem Sinne von musste nachdenken. Story war auch nicht gerade tiefgründig gewesen. War ein cooles Spiel trotzdem. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Ich werde wahrscheinlich ein paar lustige Schnitte mit reinsetzen. Und ja, was soll ich noch sagen? Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr bewertet das Video und schreibt mir ein nettes Kommentar. Und ansonsten würde ich sagen, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal, euer Nier und ciao.